Für mich war das jenseits jeder Vorstellung, dass ich was mit dem Herzen haben könnte, aber es ist passiert. Das war ein schöner sonniger Tag. Ich war mit meinem Mann spazieren durchs Naturschutzgebiet und auf dem Heimweg bin ich noch ins Gartencenter und habe mir ein paar Pflanzen ausgesucht und bin mit denen zur Kasse marschiert und habe auch meine Pflanzen bezahlt und ab da erinnere ich mich eigentlich an nichts mehr. 12,50 Euro machen wir das dann. Ich habe am Kundenservice direkt Schreibarbeiten gemacht, wurde dann von der Kassierin herbeigerufen, dass ich so schnell wie möglich zu ihr hin soll an die Kasse, weil da ist eine Person zusammengebrochen. Bin dann sofort hingerannt, habe mich dann erkundigt, ob die Person ansprechbar ist, habe kontrolliert, ob sie einen Atemnot hat. Und die Notarzt, ne? Alles klar, mach ich. Habe gemerkt, dass sie bewusstlos war und nicht ansprechbar, habe dann den Kopf überstreckt, habe dann sofort angefangen mit der Herzwiederbelebung. Das Herz hat irgendwann aufgehört zu schlagen. Ich bin seit 10 Jahren hier im Gartenmarkt ausgebildeter Ersthelfer. Ich musste dann 3 Stromstöße geben. Zwischendurch war sie immer noch mal wieder am Flimmern. Und dann habe ich nachher vom Notarzt erfahren, dass auf dem Transport noch mal geschockt werden musste. Das große Glück war, dass wir halt tatsächlich hier im Markt waren und ich nicht während des Spaziergangs umgekippt bin. Ich wäre sonst nicht mehr am Leben, das kann man definitiv sagen. Natürlich ist mein Gefühl für Herrn Jahnke mit großer Dankbarkeit verknüpft und es war quasi mein Lebensretter und der hat es super gemacht. Ich würde es immer wieder machen. Ich würde immer wieder Leben retten.